Leere Wände soll es im Büro der Schwächerter Bürgermeisterin Karin Bayer in Zukunft nicht mehr geben. Sie lud die Kinder der Schulen, Kindergärten und Krippen ein, ihr ausgewählte Kunstwerke zur Verfügung zu stellen und war bei der Übergabe sichtlich gerührt und beeindruckt von so viel Kreativität. Von welcher Schule seid denn ihr und was ist das für ein wunderbares Werk? Wir sind aus der NMS Schwächert Frauenfeld und das hier ist eine dreilagige Collage zum Thema Savanne und wir haben hier eben den Hell-Dunkel-Kontrast versucht hervorzuheben und zu eruieren. Und jetzt darf es in das Büro von der Frau Bürgermeisterin? Ja, es war unter denen, den wir ausgewählt haben, weil es besonders schön gearbeitet wurde. Sie sind ja selber Kunstlehrerin. Warum ist denn das so wichtig, dass Kinder überhaupt dieses Fach haben? Ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil es mir auffällt, dass es ihnen erstens sehr gut gefällt und dieses Fach im Unterschied zu vielleicht anderen Fächern die Möglichkeit bietet, eine Lösung zu finden, die nicht richtig oder falsch ist, sondern es gibt hier mehrere Lösungszugänge. Die Kinder können kreativ arbeiten und das macht ihnen besonders viel Spaß. Du hast dir dein wunderschönes Bild gemalt. Was ist denn das? Also wir haben eins mit einer Seite mit Winter und einer Seite mit Frühling gemacht. Von welcher Schule seid ihr? Von der Volksschule 1 ins Ehrenbrunngasse. Und macht Malen Spaß? Ja, sehr. War das eine Aufgabe, die euch gestellt worden ist bei diesem Bild oder hast du das ganz von alleine gemalt? Nein, also wir haben einen Herr Lehrer, der zeichnet mit uns und der sagt uns, was wir machen sollen und dann machen wir es halt. Ist es eine große Ehre, dass die Bilder der Schüler hier ausgestellt werden im Rathaus? Ja. Auf jeden Fall und wir freuen uns auch sehr, dass wir auch da teilnehmen können. Wenn man die Kinder im Malen unterrichtet, das tun sie ja, oder? Was ist denn das Schöne daran? Ja, die Kreativität zu sehen, die Freude dran zu sehen, die Ideen, die kommen und die Verwirklichung der Ideale, die die Kinder haben. Die Mädchen aus der 4. Klasse haben ein Bild mitgebracht, das von der ganzen Klasse gestaltet wurde. Das ist ja wunderschön. Das heißt, wie lange habt ihr da gebraucht dafür? Circa, wir haben nicht jeden Tag daran gearbeitet. Also wir haben circa 3 Wochen, weil einmal in der Woche, also 3 Tage. Woher habt ihr die schönen Ideen? Von der Vorlehrerin. Also es sind keine Vorgaben, die ausgemalt sind, oder? Die habt ihr wirklich selber gezeichnet? Oder habt ihr das nur ausgemalt? Das sind schon Vorgaben. Und wer hat denn die Auswahl getroffen, der schönen Bilder, die dann zusammen zu tun? Die Frau Lehrerin. Warum ist ein Malen so schön? Oder ist es überhaupt schön? Weil es einfach bunt ist und es beschreibt einen selber. Malt sie außerhalb der Schule auch daheim? Ja. Hier haben wir ja die ganz, ganz kleinen Künstler. Was habt denn ihr gemacht? Wir haben ein Gemeinschaftsbild gemacht mit einem Stempeldruck in verschiedenen Farben. Sind die Kleinen schon recht kreativ? Ja, sehr kreativ. Die lassen es noch richtig raus. Das heißt, ihr gebt mir die Farben in die Hand und dann geht es schon los? Genau, ohne viel Vorgabe einfach drauf losmachen. Das Bild, das ihr heute hierher gebracht habt, wie ist das entstanden? Das war spontan. Also mir gefällt es gut. Wir haben schon so ein ähnliches mal gemacht, das hat die Frau Bürgermeisterin gesehen und so ein ähnliches haben wir dann nochmal gestaltet. Wir sind alle an einem Tisch gesessen und haben alle zusammen? Alle nicht, in einer Kleingruppe. Ja. Malen Sie selber auch noch? Ja, doch, ganz selten, aber doch. Man kommt nicht mehr dazu, wenn man älter ist. Oder wie ich mich vorhin schon gehört, es ist eigentlich so eine Muse und man braucht viel Zeit und man tut das nicht mehr, wenn man erwachsen ist. Schade eigentlich. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier Bilder aufzuhängen im Bürgermeisterbüro? Diese Entscheidung nehme ich ganz allein auf meine Kappe. Ich war das erste Mal in diesem Büro und außer irgendwelchen alten, ungeliebten Bildern war da nichts an der Wand. Und ich habe sofort gesagt, ich will unbedingt was Buntes, Fröhliches, Motivierendes hinter mir an der Wand. Und das kommt jetzt. Die Kinder sind noch so schön kreativ, oder? Das verliert man dann im Alter leider. Die haben Techniken verwendet, da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja? Also auch die Kleinen schon. Und das macht mich besonders glücklich, weil ich könnte es selber nicht.